Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Video aus der Reihe Was macht man eigentlich mit? Und diesmal möchte ich euch die Rote Beete vorstellen. Die Rote Beete ist ein wunderbares regionales Herbst- und Wintergemüse, was ich gerade auch zu dieser Jahreszeit sehr schätze. Die Rote Beete ist eng mit dem Mangold und der Zuckerrübe verwandt. Es wird vermutet, dass sie ihren Ursprung im Mittelmeerraum oder Nordafrika hatte und von einer Wildrübe abstammt. Die Rote Beete war nicht immer rot, sie verdankt ihre Färbung der Weiterveredlung im 19. und 20. Jahrhundert. Das Purpur der Rote Beete kommt vom Betanin, ich komme dann später gleich noch auf diesen Stoff, und verzehren wir größere Mengen des Gemüses, dann kann sich unser Urin oder unser Stuhl für eine kurze Zeit rötlich färben. Von September bis März hat die Rote Beete Hochsaison. Im Spätsommer wird sie auch im Bund angeboten und da habt ihr gleich das Grün dabei. Da könnt ihr mal auf Wochenmärkten schauen oder in Biomärkten oder vielleicht bietet es ja auch eine Biokiste an. Viele wissen gar nicht, dass man das Grün der Roten Beete auch mitverwenden, auch essen kann. Das kann man zum Beispiel klein hacken und einem Salat beigeben. Die Blätter sollen mehr Magnesium und Vitamine enthalten als die Rübe selbst. Das soll sich übrigens bei Gemüse wie zum Beispiel Radieschen und Kohlrabi auch so verhalten. Die Rote Beete enthält Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Vitamin A, C, E, B-Vitamine, Eisen, Kalium, Magnesium, Folsäure und Zink stärken unsere Gesundheit. Als nächstes möchte ich auf die gesundheitlichen Aspekte der Roten Beete zu sprechen kommen. Ich hatte ja schon das Betanin erwähnt. Dieses zählt zu den Flavonoiden, ist ein sekundärer Pflanzenstoff, ein roter Pflanzenfarbstoff und hat antioxidative Eigenschaften. Betanin schützt vor Entzündungsprozessen und stimuliert die Leberzellen. Es unterstützt bei der Entgiftung von Abfallstoffen und Giftstoffen. Das Betanin stärkt auch die körpereigene Abwehr und schützt vor Infekten. Und dies wird zusätzlich noch durch die Inhaltsstoffe wie Vitamin C und Zink unterstützt. Die Rote Beete soll sich auch positiv auf Blutbildung und Blutdruck auswirken. Das ist vor allem für Bluthochdruckpatienten interessant. Die Inhaltsstoffe der Roten Beete beugen Ablagerungen in Gefäßen vor und der Blutdruck geht runter. Und damit wird das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle gesenkt. Durch das in der Rote Beete enthaltene Eisen, die B-Vitamine und die Folsäure wird die Blutbildung angekurbelt, beziehungsweise sind Folsäure und Eisen an der Blutbildung beteiligt. Die Rote Beete ist auch kalorienarm. 100 Gramm Rote Beete kommen auf 41 Kalorien. Sie ist reich an Ballaststoffen und hält auch gut satt. Eines ist bei der Roten Beete zu beachten. Die Rote Beete enthält relativ viel Oxalsäure. Wer also zur Bildung von Nierensteinen neigt, sollte das beachten und die Rote Beete eher in geringen Mengen verzehren. Es wird gesagt, dass die Oxalsäure die Aufnahme einiger Nährstoffe verhindern kann. Das sollte man auch bedenken. Noch zu erwähnen wäre, dass die Rote Beete aus Düngemitteln und dem Boden Nitrate speichern kann. Und Nitrate können sich unter bestimmten Bedingungen in ein eher bedenkliches Nitrit bzw. Nitrosamine umwandeln. Aus diesem Grund halte ich es für sehr wichtig, vor allem Rote Beete aus ökologischem Anbau zu verwenden. Da minimiert sich die Aufnahme von Nitraten. Ich habe in meinem Bücherregal ein tolles Buch von Norman Walker stehen, Frische Frucht- und Gemüsesäfte. Und er schreibt zum Beispiel zur Roten Beete. Rote Beetesaft ist ein sehr wertvoller Saft für die Bildung von roten Blutkörperchen zur Kräftigung des Allgemeinzustandes des Körpers. Besonders für Frauen ist es von Vorteil, wenn sie etwa einen halben Liter einer Mischung aus Karotten und Rote Beetesaft täglich trinken. Bei Menstruationsstörungen ist Rote Beetesaft auch angezeigt, wenn er während dieser Zeit in kleinen Mengen getrunken wird. Nicht mehr als ein Weinglas, zwei oder dreimal am Tag. Während der Menopause erreichen Sie mit diesem Saft bessere und dauerhaftere Ergebnisse als mit Medikamenten oder künstlichen Hormonen, die degenerativ wirken. Letztlich hat jedes Medikament und jedes anorganische synthetische Hormon nicht mehr als eine vorübergehende lindernde Wirkung. Wer solche Medikamente oder künstliche Hormone einnimmt, leidet letzten Endes, denn der Körper muss diese anorganischen Stoffe wieder aus dem Körper entfernen. Jedes Medikament, das einen Krankheitszustand lindert oder heilt, ruft garantiert einige Zeit später einen anderen, vielleicht ernsteren Zustand hervor.
Die Natur hat uns mit natürlichen Mitteln ausgestattet, mit deren Hilfe wir Gesundheit, Energie, Stärke und Vitalität erhalten können. Sie hat uns ferner, in größerem oder geringerem Ausmaß, mit der notwendigen Intelligenz versehen, um nach Wissen zu suchen. Wenn wir unsere Intelligenz einsetzen, hilft uns die Natur. Der Eisengehalt von Rote Bete ist an sich nicht sehr hoch, aber das Eisen ist von einer Qualität, die eine ausgezeichnete Nahrung für die roten Blutkörperchen darstellt. Was die chemischen Elemente in Rote Bete angeht, so ist es von großer Bedeutung, dass Natrium mehr als 50% dieser Elemente ausmacht, während der Calciumgehalt nur bei etwa 5% liegt. Dies ist ein sehr günstiges Verhältnis, denn die Löslichkeit des Calciums wird dadurch aufrechterhalten, vor allem wenn sich anorganisches Calcium als Folge des Verzehrs von gekochter Nahrung im Körper schon anreichern konnte und Ablagerung in den Blutgefäßen gebildet hat, was zur Verhärtung der Aderwände führt, wie zum Beispiel bei Krampfadern und Arterienverhärtung oder bei der Blutverdickung, die alle einen hohen Blutdruck und andere Arten von Herzbeschwerden verursachen. Kauft am besten ökologisch angebaute Rote Bete. Schaut bei euch im Bioladen, im Biomarkt, auf dem Wochenmarkt. Vielleicht habt ihr in der Nähe einen regionalen Biobauern, der auch ökologisch angebaute Rote Bete anbietet. Vielleicht bezieht ihr auch eine Biokiste und könnt darüber regelmäßig Rote Bete bestellen. Oder ihr schaut in einen gut sortierten Supermarkt, ob es da auch ökologisch angebaute Rote Bete gibt. Ich beziehe meine Rote Bete über meine Biokiste, das sind etwas größere, längliche Rote Bete-Knollen, oder über den Konsum, das ist so ein kleiner Supermarkt hier bei uns um die Ecke und der hat auch einiges an Bioprodukten im Angebot, also auch einige ökologisch angebaute Gemüsesorten, wie eben die Rote Bete, das seht ihr auch, das sind so kleinere Rote Bete-Knollen. Im letzten Teil des Videos möchte ich euch einfach ein paar Inspirationen geben, wie ihr Rote Bete verwenden könnt. Dazu möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass der Saft der Roten Bete Oberflächen und die Haut stark färben kann. Manche ziehen sich auch Handschuhe an, um die Rote Bete zu schälen oder zuzubereiten. Ich verzichte auf Handschuhe und wasche mir danach gründlich die Hände und nehme auch eine Bürste zu Hilfe. Die Rote Bete kann roh oder gekocht verwendet werden. Ich habe schon in einigen Videos die Bücher von Galina Shatalova erwähnt. Wir fressen uns zu Tode. Sie hat mindestens noch zwei andere Bücher. Das eine seht ihr ja auch noch, heilkräftige Ernährung. Und in einem der Bücher habe ich auch einen interessanten Tipp für einen ganz einfachen Rote-Bete-Salat gefunden. Und die Rote-Bete wird da einfach ganz fein gerieben und mit Zitronensaft und Walnüssen vermischt. Ich gebe dann oft noch ein bisschen Alfalfa dazu und esse diesen einfachen Rohkostsalat dann noch mit etwas Grün, am liebsten mit Feldsalat. Ich entsafte mir auch gern Rote Beete. Das ist ein perfekter Saft für die kalte Jahreszeit und stärkt sehr gut unsere Abwehrkräfte. Ihr seht hier verschiedenes Gemüse, auch einen Apfel und Ingwer und Kurkuma, mit dem ich die Rote Beete gern entsafte. Am liebsten sind mir immer ganz einfache Kombinationen, zum Beispiel Rote Beete, Apfel, Ingwer, Kurkuma oder Rote Beete, Fenchel und vielleicht Kurkuma oder Ingwer oder Rote Beete, Apfel und Spinat oder Rote Beete, Möhre und Spinat oder Rote Beete, Gurke, Rote Beete, Stangensellerie und dann immer noch etwas Grünes dazu. Also diese Gemüsesorten harmonieren für mich am besten mit Rote Beete. Ich verwende für meine frisch gepressten Säfte den Angel Juicer. Das ist ein Entsafter aus Edelstahl. Der ist besonders gut für grüne Säfte, für Gemüsesäfte geeignet. Es gibt auch schon ein Vorstellungsvideo hier auf meinem Kanal. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten bzw. auch nochmal unter dem Video. In diesem Video zeige ich, was man alles so mit dem Angel Juicer herstellen kann. Und es ist weit mehr als nur frisch gepresste Säfte. Wer sich für den Angel Juicer interessiert, findet unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar auch den Link zum Angel Juicer. Ich habe mich hier für einen Saft aus Rote Beete, Apfel, Ingwer, Kurkuma und Spinat entschieden. Das ist ein wunderbarer Saft mit einer schönen purpurnen Farbe. Es gibt so eine leichte, fruchtige Süße vom Apfel, noch eine schöne erdige Note von der Roten Beete und Ingwer und Kurkuma geben dann auch noch ihre Aromen bzw. ihre Schärfe, also vom Ingwer die Schärfe dazu und dann noch eine schöne Portion Chlorophyll über den Spinat. Für rohköstliche Leinsamencracker verwende ich gerne eine Mischung aus geraspelter Roten Beete und Meerrettich. Die Basismasse besteht einfach aus Leinsamen, braune und Goldleinsamen, angekeimte Sonnenblumenkerne, Möhrenrester, Salzsole
und dann gebe ich zum Beispiel noch geraspelte rote Beete und Meerrettich dazu. Ich werde euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar auch den Blogartikel, das Rezept dazu verlinken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, rohe rote Beete zu fermentieren. Eine liebe Freundin von mir hat sich da in den letzten Tagen bzw. in der letzten Woche sehr ausgetobt und hat verschiedenes Gemüse fermentiert, Weißkohl, Rotkohl, Möhren waren glaube ich auch dabei und eben die rote Beete. Und sie hat mir auch ein paar Fotos geschickt, damit ich diese Fotos für dieses Video verwenden kann und euch auch mal mehr so einen Einblick geben kann, wie man rote Beete verwenden kann, dass ich es nicht einfach nur sage, sondern dass ihr einfach auch noch schöne Bilder dazu habt. Die Fanny vom YouTube-Kanal Fit mit Fanny hat mir auch ein paar Fotos zugeschickt mit einigen rohköstlichen Inspirationen mit roter Beete. Viele von euch kennen ja sicherlich Carpaccio und das kann man auch in rohköstlicher veganer Variante mit roter Beete herstellen. Hier seht ihr eine wunderbare rohköstliche Inspiration. Ich glaube, dieses Sahnehäubchen obendrauf ist mit Cashew-Joghurt oder Cashew-Sahne hergestellt. Dann hat sie noch eine rohköstliche Inspiration, Bandnudeln in Form von roter Beete. Und dann hat sie mit roter Beete noch rohköstliche Torten hergestellt. Man mag es nicht für möglich halten, aber wir können rote Beete auch für leckere, rohköstliche Torten verwenden. Eine der Torten ist eine Mischung aus einer roten Beeteschicht und einer Karottenschicht. Soweit ich weiß, süßt Fanny ihre Torten entweder mit Datteln oder mit Jakonsirup. Rote Beete könnt ihr auch zum Herstellen von Pulver, zum Färben von Speisen verwenden, damit die Speisen so eine purpurne Farbe bekommen. Dafür nehmt ihr einfach die rohe rote Beete, zerkleinert sie mit einem Messer, gebt sie in einen Hochleistungsmixer und mixt das Ganze mit Hilfe des Stößels zu einer homogenen Masse. Diese Masse streicht ihr auf Dürrebenen eines Dürrgerätes und trocknet diese Masse richtig schön trocken. Und dann könnt ihr diese Masse, wenn sie so richtig schön trocken ist, zu einem Pulver mahlen. Und das könnt ihr dann auch so als Vorrat halten. Und dann immer, wenn ihr eine Speise purpur färben möchtet, dann verwendet ihr einfach das rote Beete-Pulver. Die beiden Tortenrezepte mit rote Beete findet ihr auch in dem Buch von Fanny, Top ernährt, nix entbehrt. Dieses Buch besteht aus zwei Bänden, Band 1, Power durch Vitalkost und Band 2, Vitalkostrezepte. Wenn ihr euch für dieses Buch interessiert, dann schaut mal unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar, dort findet ihr den Link. Dieses E-Book gibt es in Papierform und als E-Book. Für das E-Book bekommt ihr auch 10% Rabatt. Den Gutscheincode findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar beim Link zum Buch. Das Grassaftpulver von Lebenskraft Pur ist mein absolutes grünes Lieblingsprodukt. Lebenskraft Pur bietet auch Pulver von Rote Beete-Saft und Karottensaft an. Das ist ein sehr intensives Pulver. Das kann man zum Beispiel mit Wasser vermischen oder aber auch pur löffeln. Dieses Pulver ist auch gerade gut für Kinder geeignet, die nicht so gern Gemüse essen. Das kann man zum Beispiel auch mal unter ein Essen mischen. Unter irgendeinem Rohkostbrei zum Beispiel, wenn man Banane mixt mit Avocado und vielleicht ein bisschen Karob, da kann man dann rote Beetesaftpulver oder Karottensaftpulver einfach mit untermischen. Ihr findet die Links zu diesen drei Saftpulvern unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das waren jetzt alles Rezepte und Inspirationen für das Verwenden von roher rote Beete. Es gibt natürlich auch vielzählige Rezepte für gekochte rote Beete. Ich denke da auch an ein typisches russisches Rezept mit rote Beete, den sogenannten Borscht. Ich verwende gekochte rote Beete sehr einfach und nur in zweierlei Formen. Ich koche zum Beispiel für meinen jüngsten Sohn regelmäßig, gerade im Herbst und Winter, rote Beete-Suppe. Rote Beete macht den größeren Teil aus. Dazu gibt es Kartoffeln, Möhre, etwas Lauch, Zwiebeln und Pastinake. Das Ganze koche ich dann mit Wasser und Salz, gebe dann zum Schluss noch ein bisschen Kokosmus dazu, koche das Ganze schön weich, dann wird alles püriert und dann entsteht eine wunderbare cremige rote Beete-Suppe. Mein jüngster Sohn mag Gemüse nicht so gerne und ich bin froh, dass die rote Beete mit zu seinen Lieblingsgemüsen zählt. Diese rote Beete-Suppe isst er dann gern mit getoasteten Brotwürfeln. Ich persönlich esse die rote Beete, wenn ich sie erhitzt esse, am liebsten gedämpft.
Dafür schneide ich die rote Beete in schmalere kleine Stücke. Manchmal schäle ich die rote Beete vorher und manchmal säubere ich einfach nur die Schale. Und dann lasse ich das Ganze zwischen 25 und 30 Minuten weich dämpfen. Die gedämpfte rote Beete ist auch sehr gut für die schleimfreie Heilkost geeignet. Wer sich für die schleimfreie Heilkost interessiert, ich verlinke euch oben in den Infokarten ein Video dazu. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren, mehr rote Beete in eure Ernährung zu integrieren. Vielleicht seid ihr auch schon längst rote Beete-Liebhaber wie ich. Oder vielleicht habe ich jetzt auch euer Interesse geweckt, mehr die rote Beete in euren Speiseplan zu integrieren. Hinterlasst mir gern eure Gedanken, Meinungen, euer Feedback zu diesem Video unter diesem Video. Ich freue mich auch sehr über kleine Inspirationen, wie man rote Beete noch zubereiten kann. Vielleicht habt ihr auch noch einige andere Informationen zu roten Beete, die ihr jetzt hier in diesem Video vermisst habt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.